jetzt anders hier. Stadtmitte. Weil Stadtmitte auch keine einfache Mission ist, ja? Warum verliere ich denn in jedem... Boah, das ist so krank, Mann. Meine Taktik ist einfach nicht gut. Irgendwas fehlt. Wir machen ja noch Chimps auf Stadtmitte. Ich habe die Map schon ewig nicht mehr gespielt. Der Bug ist gefixt, ne, dass man hier... Ja, kein Wasser mehr da. Ey, warum nicht nur Reißnagelwerfer? Das bräuchten wir für die Top-Haus. Ja, wenn ich nur Reißnagelwerfer, dann würde ich das auch machen, aber... Die nur Klebstoffschützen sind super langweilig. Dann müsstest du halt mit dem Essen Klebstoff spielen. Boah, da hab ich gar keinen Bock drauf. Klingt super langweilig für mich. Die Map sieht schön aus. Findest du, ja? Es geht nur bis 140 im Mark Galaxus. Das heißt, du musst nur einen Morb killen. Und den Morb kannst du killen mit dem... ne, stimmt nicht. Okay, wie kann man die killen? Hier, Blumenlösungsmittel. Konnte man trotzdem Damage machen, ne? Hat man ja gesehen in der... In der Endchimps Mission. Okay. Hi, One Line. Ich weiß nicht, welche Taktik soll ich benutzen? Soll ich einen Sonnenavatar machen? Ich glaube ja, ne? Sonnentempel ist 108.000, werde ich nicht zusammenkriegen. Definitiv nicht. Also könnte man versuchen, aber ich glaube, das ist mir zu risky irgendwie. Oder soll ich es mit Sonnentempel probieren, Leute? Denkt ihr, ist es sinnvoll, einen Sonnentempel zu bauen? Oder ist es sinnvoller, die normalen Türme zu lassen? Hast du schon was gespendet bekommen? Ich würde es machen, aber darf noch nicht. Ich bin erst 11. Ja, habe ich schon bekommen. Musst du auch nicht. It's time. Alles gut. Kein Stress. Das heißt Werwolf Online. Ich, wie gesagt, ich kenn's nicht. Ich bin 10 Jahre. Ist ja süß. Okay. Wir fangen an, wie gewohnt. Oh Gott, ist das schlecht. Oh, ist doch noch nicht schlecht. Hab ich verloren schon? Ah, ich finde das immer so witzig, ey. Ich mag das mit dem Neustarten. Ich habe immer Angst, dass ich dann die Dienstmedaille nicht bekomme. Oh Mann, ey. Oh, ja, war klar, dass ich den falsch gesetzt habe. Dum, 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 dum. Ich kann aber hier hinsetzen. Ich glaube, ist sogar besser. Auch nicht besser, oder? Vielleicht sollte ich nicht mal mit einem Ninja anfangen. Vielleicht ist das nicht so geil. Warum kann man die Häuser nicht als Affenstadt benutzen? Wie meinst du das? Die Top-Haus an der Stadt Runde 50? Okay, dann habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur Fleisch geschaut. Kann auch sein, dass sie auf 150 anfängt. So, jetzt brauchen wir gleich noch den Dartaffen, sonst verlieren wir wieder. Den Dartaffen werden wir gleich da vorne hinsetzen, weil der kann super dann snipern. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen zu weit rechts gesetzt, oder? Ah, der steht ein bisschen zu schräg. Ich habe aus Panik habe ich den jetzt so hingesetzt. Aber wird schon werden. Bin zuversichtlich. Ich kann Stimme nicht auf dem Platz verschaffen, obwohl ich echt starke Helmmütze habe. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie du das gemacht hast? Guck mal mein Videoprojekt an. Ne? Ich habe da irgendwo. Ich suche einmal nach Stämme und Platzbau oder unplatzbar Stämme auf meinem Kanal. Oder Stämme einfach nur. Ich habe da irgendwo eine Suchfunktion auf meinem Kanal. Und da siehst du ja, wie ich es gemacht habe. Es kommt einfach. Entweder du guckst das Video komplett an. Oder du gehst nur ans Ende und suchst, welche Türme ich benutzt habe und versuchst es dann selber. Abend, Manuela. Aber genau das habe ich kennengelernt. Das war noch bei der Zeit, wo du Growcaster gespielt hast. Ja, du. Die Leute haben mich aus vielen unterschiedlichen Games kennengelernt, ne? League of Legends, die ersten 2000 Abonnenten. Dann Clash of Clans, die nächsten 10.000 oder so. Und dann fing das halt so ein bisschen mit dem ganzen Mobile-Kram. Und da weiß ich gar nicht mehr, wer woher kam. Ja. Also viele aus Clash of Clans, Angry Birds Epic.
Aber grundsätzlich die ganzen Angry Birds Games und die ganzen BTD Games, ne? Die haben extrem viele, viele Zuschauer generiert. 5-2-0 Magier direkt hinter der Windmühle. Ich denke nicht, dass ich um 5-2-0er gehen werde. Nicht auf den Magier. Hast du schon mal Schimpansen geschafft? Ja, habe ich schon. Ich glaube, ich habe einfach bisher falsche Taktiken. Klar, sonst würde ich es ja auch schaffen. Weil die Häuser wie die X3XX Abstand aussieht, okay? Tja, wäre sonst ein bisschen einfacher. Durch Lenkmalgenerator durchschießen. Richtiger Cheater. Ich werde nur den, denke ich, dahinter setzen. Ja. Wir werden sie gleich mal setzen. Kann sie nämlich komplett durchschießen. Erste Runde der Challenge verloren, das heißt, der Livestream bekommt ein Like. Okay. Das Haus mit der Uhr. Die Uhr geht aber gar nicht weiter, ne? Das ist voll schade. Die ist voll. Das Häuschen ist nicht dynamisch. Die Uhr am Hauptmenü geht ja weiter, ne? Die zeigt ja wirklich tatsächlich die Uhrzeit an. Bin ich der Einzige, der sich wundert, warum hier um 23 Uhr noch 10- bis 11-Jährige zuschauen? Ne, bist du nicht. Aber ich sag gar nichts mehr. Die werden schon wissen, was sie machen. Wenn ich Schule habe, gehe ich immer um 22 Uhr schlafen und meine Mutter weiß das. Kannst du mal bitte die 1 bis 4 spielen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hab's zwar mal vorgehabt, aber ich finde die Grafik und so weiter so schlecht von dem Game, dass ich mir sowas nicht geben kann. Ich habe mit 11 erst mein Handy bekommen. Ich glaube, ich habe mit 14 eins bekommen. Mein erstes. Und so ein richtig schönes Aufklapp-Handy. So ein schönes goldenes, wo mein Name eingraviert war. Das war mega cool. Das habe ich leider gar nicht mehr. So ein schönes Nokia. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte vorher noch ein anderes. So ein uraltes hatte ich vorher gehabt. Das Aufklapp-Handy, das goldene mit meinem eingeritzten Namen auf der Rückseite, das hatte ich ja später bekommen. Setzt die Türme doch in die Mitte, dort haben die Tower meistens Zeit zum Zerstören. Ja, aber dann muss ich immer so lange warten, habe ich keinen Bock drauf. Wir werden wahrscheinlich einen Tempel in die Mitte bauen, denke ich. Es ist Freitag, oder? Nicht länger auf. Ist das normal, dass mein kleiner Bruder, der 7 ist und bis 2 Uhr wach ist? Ne, ist nicht normal. Wobei 7, na okay, die halten schon ein bisschen länger durch. Aber irgendwann sind die einfach nur knatschig und einfach nur noch unaushaltbar. Da muss man die einfach nur ins Bett stecken. Ach stimmt, der sind auch Liedblons. Gut, dass ich Gwendolyn ihn habe. Kannst du mal ein Expertenmap machen? Ja, irgendwann. Erstmal möchte ich jetzt Chimps machen, damit ich Affenwissenspunkte bekomme und ein bisschen Erfahrung und so weiter. Ich habe sogar schon einen auf normal oder schwer gemacht. Auf normal, glaube ich, gemacht. Habe ich dich out schon auf normal geschafft? Ich glaube schon. Was, Brandenburger? Setzt du eigentlich auf Kräfte ein? Nur Super Affensturm, wenn halt wirklich die Gegner durchkommen. Ansonsten eigentlich gar nicht. Dum, 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 dum. Den Mob krieg ich down ohne die Nahelfabrik, oder? Aber ich kann eine hinsetzen. Aber damit wir ein paar Nägel haben. Hi, ich hab wieder mal keine Benachrichtigung bekommen, Alter. Sorry, Playgames. Hi, Playgames. Hi, Pius. Zum Glück haben wir heute die Mathearbeiten gekriegt, aber ein 1 im E-Kurs. GZ. Würde ich mal sagen. Es geht. Können wir eigentlich über was anderes reden, als wer wann und ins Bett geht? Alter, wir haben gerade mal eine Minute drüber geredet oder so. Entspann dich. Nicht viel Pios, wir sind dabei, Schimpansenmodus zu machen und irgendwie verkacke ich die ganze Zeit. Ja, ich würde mal sagen, war gar nicht so unknapp, ne?
Hast du auch Arch auf YouTube hochgeladen? Ja, klar. Alles habe ich hochgeladen auf YouTube. Ich habe nichts selber gemacht. Also, klar habe ich alles selber gemacht, aber nichts ohne euch. Was erwartet ihr denn? Oder was denkt ihr denn von mir? Hallo? Was macht Superarmstrumpf? Von welchem Turm ist das nochmal? Superarmstrumpf ist unsere Kraft. Spezialagent. Du hast halt einfach alle Bloons auf dem Bildschirm zerstört. Ja, das ist mein Ninja-Affe, der eigentlich am meisten, doch, kriegt er. Alles gut. So, mach mal Super-Affen. Mach mal den Tempel, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall erstmal einen Sonnenavatar. Kann ich den hier reinsetzen? Natürlich nicht. Z96, yay! Easy going. Mach sofort Permastarren. Auf jeden. Mache ich. Sofort. Bin dabei. Ich verkaufe alles. Ach nee, geht ja gar nicht mehr. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich kann leider nicht verkaufen. Sorry. Und Sonnenavatar aber mit Dings, oder? Mit monumentaler Reichweite. Ja, auf jeden Fall. Kann man dann später noch ein Dörfchen hinsetzen. Damit der Dings kaputt machen kann. Tarnbloons. Aber wir eigentlich nicht genug, was Tarns kaputt machen kann. Er hat das passiert, aber einfach meinen Schwierigkeitsstufen. Naja, der Dingens nur, der komische englische YouTuber, mit dem er da quatscht. Ja, gibt halt Leute, die setzen sich den ganzen Tag dahin und gucken, welche Taktik sie haben. Und dann gibt es halt so Leute wie mich, die sagen, okay, ich spiele jetzt und denke mir währenddessen eine Taktik aus. Weißt du, weil ich da gar keinen Bock habe, mich da irgendwie so viel Zeit dafür zu investieren, weißt du? Ich spiele ein Tower Defense Game und mache mir dann währenddessen meine Gedanken. Und fertig. Aber die stehen schön gut hier, die beiden. Die stehen echt gut. Die schießen schön bis hinter. Versuch du mal die Zorndroiden-Taktik. Naja, die hat mir nicht gefallen. Weil die echt günstig ist, ne? Aber nicht bei Schimpansen. Naja, weiß nicht. Schimpansen ist die Zorndroiden-Taktik für Schimpansen-Modus sinnvoll? Ist die möglich? Ich werde so ein bisschen euer Wissen missbrauchen. Bin jetzt vermutlich auf. Alles klar, Lialgos, haust drin. Schön, dass du dabei warst. Meine Eltern haben so Angst vor dem WLAN. Okay. Wegen Strahlung und so. Naja. Das hat schon lange keine irgendwelche Relevanz mehr. Das ist so schlimm, wahrscheinlich das Handy den ganzen Tag am Mann dabei zu haben. Meinte nicht zwei Nagelfabriken. Könnt ihr das, wenn eure kleinen Geschwister nur nerven können? Nee, ich bin eher das kleine Geschwisterkind gewesen. Müsst das meinen Bruder fragen. Ich habe Mr. Moonbeam mit BT5 angefangen, dann halt durch Werwolf Online dich entdeckt und seitdem gucke ich nur noch bei BTD bei dir. Na, bin ich doch dankbar, dass derjenige, der sich in Werwolf Online so wie ich genannt hat und Werbung für mich genannt hat, dass der da war, damit ich einen weiteren Zuschauer habe. Ist doch schön. Dum, 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 dum. Grindel kann keine Radar, keine Tarns sehen. Machen wir mal Radarscanner. Schon ganz gut für sie. Sonnenavatar. Muss man sich die Upgrades der Türme mit Ingame-Gold kaufen? Ne, man muss einfach nur spielen mit den Türmen, damit die Erfahrung sammeln. Und dann schaltet man die nach und nach frei. Was ist eigentlich mein Lieblingsgebäude? Immer noch der Ninja-Affe und Alchemist zusammen. Das sind sehr, sehr cool. Ich habe, glaube ich, nichts gegen die 63. Runde, ne? Da sind sie schon. Oder? Habe ich verloren? Nö, wunderbar, habe ich gewonnen. Alter, wo ist denn der Cocktail? Der ist auf dem Superaffen drauf. The fuck? Okay, easy going.
Schaffen wir. Doch nicht. Nicht so richtig. Da kommen die Wehrmoabs. Da fängt es an, eklig zu werden. Irgendwas brauche ich gegen die Dinger. Ich habe aber keine Ahnung was. Hab Platzlust gemeint, sorry. Ich weiß nicht, wie die geht. Also, dass man hier halt, dass man halt 5 Platzlust-Druiden, 6 sogar, kann bis zu 5 auf einem einzelnen. Achso, ein bisschen auf einem einzelnen Druiden, hä? Doch ich glaube, 6 Platzlust-Druiden in einer, in derselben Range, dass sie halt extreme krassen Attack-Speed bekommen. Das ist halt die Zorn-Druiden-Taktik. Aber irgendwie bin ich da nicht so, noch nicht so richtig Freund von, muss ich sagen. Warum machst du die Abos? Ich will das, naja, weil YouTube einfach meinen Kanal nicht mehr bewerbt. Also du siehst ja, keiner kriegt hier irgendwelche Nachrichten über Videos. Und das ist leider die Konsequenz daraus. Wenn keiner sieht, oh, der macht da gar keine Videos mehr, dann deabonnieren sie natürlich. Dass ich aber jeden Tag 3 bis 4 Videos mache, das sieht halt keiner mehr. Ist aber schon seit Monaten so, ne? Ich würde ja ganz gerne mal ein Video machen, dass mich alle deabonnieren sollen, die keinen Bock mehr haben zu gucken. Da habe ich zwar mal 2, 3, 4, 5.000 D-Subs oder so. Aber dann sehe ich wenigstens noch grüne Zahlen, weißt du? Das wäre für mich ein bisschen entspannter, aber... Who cares, man? Was können die 3 Zweige vom Druiden? Lies sie einfach durch. Du hast noch das Game, oder? Awesome. 5-2-0 mal Gewehr vor der Win. Nee, hast du ja gesehen. Oder ich mag gerade, ich hab's auch probiert. Der 5-2-0er-Druide, der erstmal konnte nichts machen. Er hat in beiden. Er hat in Dings verloren. In Fluss abwärts. Er konnte nichts machen. Er hat absolut versagt. Deswegen, das mit der Erzmagie, das ist auch nicht mehr so geil. Gerade. Wow. Spawnt er nicht so eine kleine Mini-Viecher doch, oder? Das war doch gewesen. Oder was, der Sonnentempel? Ich glaube, nee, der Sonnentempel macht das, glaube ich. Wollte doch 108.000. Hm. Denkt ihr, der Sonnentempel ist worth, den zu bauen? Ich weiß es nicht. Also, wir brauchen ein neues Gesprächszimmer oder wir reden über BTE5. Egal. Noch bin ich da, Leute. Alles klar. Das ist doch schön. Warst du oder...